an der Schindelmacherei gefällt mir halt, dass man wirklich abends sieht, was man geschafft hat. Ne? Egal, ob man sie jetzt herstelle und fange an mit dem Zuschnitt und dann abends liege dann so zwischen 800 und 1000 Schindel fix und fertig da. Oder auch unsere Kundschaft, die sieht dann auch, was ich da immer tue. Die sehe das hautnah, wie ihr Schindelhaus entsteht. Hier vom Odenwald werden die Lärchen gekauft oder die Eichen. Die werden von uns selbst rausgesucht oder vom Förster, dass wir die astfreie Stücke bekommen. Und dann suchen wir das raus in riesen Polder. Und das ist dann das Holz für uns. Das ist Schindelholz. Ne? Die dicken Bohlen, das geben dann die Schindel. Und die Seitenbretter, das gibt dann die Verkleidung um die Fensterung oder ums Dach, was man dann auch noch zusätzlich braucht. Also wie wird eine Schindel hergestellt? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, wie es mein Urgroßvater gemacht hat, und das ging eben los. Von dem Stamm wurde ein Stück abgesägt, das die Schindellänge gab. Der wurde dann gespalten, einmal in Viertel und dann nochmal in Richtung der Jahresringe. Und entgegen der Jahresringe wurde dann der einzelne Schindel weggespalten. So, dann hat man diese Rohlinge gehabt, gespaltene Holzteilchen. Die wurden dann auf die Schnitzbank gesteckt oder gespannt und dann glatt gezogen, konisch gezogen. Das heißt, der Schindel muss an der oberen Seite schmäler, dünner sein wie an der unteren Seite. Also beim Schindelmacher benutzten wir früher immer eine Schnitzbank und das Ziehmesser oder Schnitzmesser. Dann war der glatt und am Schluss wurde die Zierform angebracht. Da gibt es verschiedene. Einmal gibt es nur eine Phase, dann eine gestutzte Ecke, dann Stichbogen, das ist dieser Biberschwanzform, Schuppenform. Dann gibt es noch diese Hirschzunge, das war bei den herrschaftlichen Häusern. Dann gibt es die doppelte Hirschzunge, es gibt Hirschzunge mit Kerbe und es gibt natürlich diese Odenwälder Rautenform oder Spitzform, die da zu 80% genommen wird, die man eben überall findet. Also die Schindel, das ist eigentlich ein Schutz für die Fachwerkhäuser und immer die Wetterseite von den Fachwerkhäusern, die wurde verschindelt. Also wenn Sie jetzt ein Fachwerkhaus sehen, im Odenwald gibt es ja genügend, das an einer Seite und an zwei Seiten verschindelt ist, dann ist dieses die Wetterseite. Und das ist der Schutz für das Fachwerk, sonst wird es halt nicht wasserdicht und auch nicht winddicht sein. Das ist die Grundsache von der Schindel. Wir befinden uns hier im tiefen Odenwald auf dem Kaiserturm und haben einen schönen Rundumblick auf das gesamte Waldgebiet. Die Schindel, die gibt es schon seit dem Mittelalter und die Schindeltradition hier, möchte ich sagen, seit dass es die Fachwerkhäuser gibt. Und das ist seit 1700, 1750 sowas, ne, wurde ein Fachwerkhaus verschindelt. Sogar das Michelstädter Rathaus war bis 1903 verschindelt, dieses berühmte Bauwerk. Ja. Die Schindler, die waren immer auch an der Stelle, wo es eben Wald gab. Ne? Also in den Ortschaften wie zum Beispiel Winterkassen, Hellerbach, Reichelsheim, da gab es mehrere Schindler. Die Schreinerei, die gibt es seit 1840. Ich bin in der 6. Generation. Die 7. Generation, die steht in der Fußstapfe. Also Tobias ist schon Meister und Christian ist in der Werkstatt. Und ja, das geht also weiter. Und die Herstellung heute ist ähnlich, nur verzichten wir jetzt auf das Spalten zum Schluss. Wir spalten nur vor und schneiden den Rest mit einer speziellen Hobelsäge dann vom Block runter, fräsen dann verschiedene Formen raus, die von Hand mühsam gemacht wurden. Einfach dieses Maschinelle, das hält bei uns natürlich auch Einzug, ne, dass die Schindelarbeit gleichmäßiger aussieht und dass er auch bezahlbar ist. Weiter zu der Herstellung noch, dann muss der Schindel ja vorgebohrt werden, dass er nicht reißt, wenn man anmacht. Weil der Schindel wird unten zweimal sichtbar genagelt und dann noch zweimal mit der nächsten Reihe und noch zweimal mit der
übernächsten Reihe. Dann ist es zweieinhalbfache Deckung und das macht den Tisch. Also das Vorbohren gehört auch nicht dazu. Und das wurde eben früher mit der Handbohrmaschine gemacht. Die Befestigung am Haus, die sieht eigentlich so aus, dass senkrechte Holzrahmen drankommen, um die Fassade auszugleichen. Eine Schindelfassade wird nie richtig mit Richtscheit gemacht, sondern es wird immer so etwas dem meist schiefen Gebäude angepasst. Also unten zum Beginn kommt ein Lüftungsgitter hin und an jedem Stockwerk auch noch mal und zum Schluss am Dach hin, dass immer ein Luftzug gewährleisten kann, der das Schwitzwasser, das dann von innen noch rauskommt oder auch wenn mal wirklich einer kaputt wäre, dass es immer trocknen kann und Holz, das trocknen kann, das hält halt ewig. Das ist das Geheimnis der Langlebigkeit der Schindel, die Hinterlüftung. Also, dass das Schindelhandwerk irgendwann mal aufhört, ich denke, ich erlebe es nicht. Weil es ist, die Nachfrage ist so riesig hoch und wir haben so viel zu tun. Wir sind mit unseren 5, 6 Leuten von den 14, die ich in der Schreinerei habe, Tag ein, Tag aus nur mit Schindel beschäftigt. Nachfrage immer weiter weg. Und hier in der Region, alte Schindel werden abgemacht, neue werden dran gemacht. Denen gefällt das, man hat eine energetische Sanierung. Man macht ja auch Dämmung drauf und dann die Schindel. Also ich bin da total zuversichtlich, dass das noch lange weitergeht. Und von unserer Schreinerei Pfeiffer sowieso, weil ich unsere Jungs als Nachfolger bereits habe, dass sie feststellen.